So, da sind wir wieder bei Breath of Fire und sorry für die abrupte Endung der letzten Folge. Lag einfach daran, dass wir völlig überzogen haben. Ich habe die Zeit halt komplett aus den Augen verloren. Aus meinen Äuglein. Und ja, wir sind jetzt wieder hier und haben jetzt den falschen Frosch entthront, haben die Dieben endlich bei uns. Und jetzt können wir uns nochmal ein bisschen ausrüsten, speichern dann und dann gehen wir wieder zurück nach Botsch. Beziehungsweise nach True. Also, ihr wisst schon, zur zur Heimatstadt von uns, wo wir eigentlich herkommen. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir den Säbel. Das habe ich ihn gekauft, ne? Oh Gott. Wirklich verkaufen? Ja. Ich bin so dumm. Verschlechterung, Verschlechterung. Superstab. Eisenfaust. Haben wir schon. Armbrust. Eisenrüstung. Verschlechterung. Haben wir schon. Eisenpanzer. Wäre auch eine Verschlechterung. Jo. Ritterhelm. Wäre hier noch eine Verbesserung. Machen wir dann auch mal. Und Hemdchen. Alles klar. Dann gehen wir jetzt zurück und ja. Oh, neue Musik. Okay, wir sind dann wohl jetzt sozusagen im Kapitel 2 des Spiels oder so. Ich weiß es nicht, weil neue Musik, neue Overworld-Musik. Oder bilde ich mir das an, die war schon immer da? Nein, ich glaube, das ist neue Musik. So, speichern wir jetzt noch. Ja, wir wollen fortsetzen. Gruppieren, lohnt sich das? Wir hatten die ganze Zeit Rinpo dabei. Haben wir sonst noch irgendjemanden, den wir mitnehmen können? Nee, ne? Ich grad. Stan! Ja, wir müssen Stan eh haben, um zurückzukommen. Kopieren. Nehmen wir mal nie. Ne, warte mal, vom Level her. Nehmen wir mal nur die niedrigsten jetzt mit. Also Rand. Peter. Und Stan. Ja. Peter brauchen wir eh wegen Schwimmen. Stan brauchen wir jetzt wegen dem Rübergreifen. Das ist schon okay. So, Formation, Angriff, Formation, Abwehr, Formation, normal. Machen wir mal normal. So, gehen wir jetzt aber nochmal zum Dörflein zurück. Zuschauen. So. Einfach mal um zu schauen, ob wir da uns noch ausrüsten können. Denn, vor allen Dingen. Wobei wir jetzt ja kein Geld mehr haben, wahrscheinlich. Aber schauen wir mal. Rauschen, Säbel. Ja. Eisenrüstung wäre also bei Stan noch da. Und dahin könnten wir auch noch tatsächlich verbessern damit. Nicht genug Geld. Ritterhelm. Haben wir eine Verbesserung? Auch nicht genug Geld. Hemdchen. Auch eine Verbesserung. Das Stan braucht noch auf jeden Fall ein paar Items. Gucken wir, ob wir was verkaufen können vielleicht. Ja, das hier brauchen wir alles nicht mehr, oder? Eisenrüstung. Eisenpanzer. Habe ich jetzt gerade die Rüstung gekauft, ne? Oh, ich bin so dämlich.
Den Helm dann wenigstens noch. So, fehlt noch das Hemdchen und der Panzer halt. Aber das machen wir dann später. Jetzt gehen wir dann tatsächlich mal zurück, wo wir herkommen. Können wir hier ins Wasser einknüpfen? Nee, ne? Schade. Also ins Meer können wir mit dem Frosch nicht. Ach guck mal, er kann ja sogar einfach hochspringen. Wie cool ist das denn? Müssen wir auch erstmal wissen. Was? Der kann über Abgründe. Dann gibt's da ja noch einen Ort, wo wir noch hin können, wo wir noch nicht waren. Ha! Rührreich Level 20, yay! So, dann gehen wir mal da. Dann hier rüber zurück. Wir wurden jetzt gar nicht angegriffen als Frosch, oder? Auch noch interessant. Vielleicht nicht als Frosch angegriffen? Wäre ja cool. Aber eben, hier gab es doch noch irgendwo, genau hier. Oder? Ne, wo war das? Ich hab noch einen Ort, wo wir nämlich nichts machen konnten. Das weiß ich. Da gab es nämlich noch so ein Schild auf der rechten Seite. Hab ich immer gesehen, aber konnte man nie hin. Really? Und wer ist noch mit Gift hier, ey? Ich glaub's ja nicht. Nachdem wir uns durch Gift gar nicht so lange, also in der Froschform verlieren wir kein Gift, durch Gift kein Damage, also kein Life. Oh, guck mal, kein Damage, so. Das ist schon mal nicht schlecht. Und Angriff, und... Ah. Killer Goblin lebt noch. Jetzt nicht mehr. Rand erreicht Level 17. Rand erhält Verarzten Level 2. Also Verarzten 2. Wo war denn das mit dem Schild? Keine Ahnung mehr, wo das war. Aber wir hüpfen jetzt mal als Frosch durch die Gegend. War denn das? War nicht hier. Das finden wir schon noch raus, wo das war. Also eine Froschform bekommen wir auf jeden Fall keinen Schaden durch den Gift. Durch das Gift, besser gesagt. So. Hier haben wir unser Heimatstädtchen. Thank you.
können wir hier noch übernachten erstmal. Das wollen wir. Kostet ja nur 10, das ist relativ billig. Oh ja, ja, ja. So. Jetzt, ist natürlich die Frage, was der Typ hier, zu dem wir mussten? Ich glaube es, aber wissen tut ehrlich gesagt nicht. Es gibt nicht einen hier, der glaubt, dass Bosch unschuldig ist, aber ich glaube nicht, dass Herr True ihm vergeben wird. Du hast keine andere Möglichkeit, als den wahren Dieb zu... Ach, das war der Typ, der... Ah, genau, der Herr True war der, der beklaut wurde. Den müssen wir jetzt. War dann hier, ne? Nee, das ist wieder was vollkommen anderes. Ja, das ist blöd. Lambo war denn der, dieser Herr True? Keine Ahnung. War doch dieser reiche Typ da. Ach, hier der, genau. Hey, was ist mit Borch, dem Dieb geschehen? Was? Der wahre Schuldige wurde gefunden? Großartig, kommt herein. Oh, du meinst also, diese Frau hat meine Schätze gestohlen? Entschuldigen Sie mal, ich habe sie überhaupt nicht bestohlen. Ich habe lediglich Diebesgut eines Diebes zurückgeholt. Was für eine dreiste Lüge, wir wissen, dass du eine Diebin bist. Du kannst dich selbst davon überzeugen, indem du einen Blick in den Keller wirfst. True beschäftigt viele Diebe, die für ihn Glücksbringer besorgen. Glaubt ihr dieser Diebin etwa? Ihr könnt das Haus gerne durchsuchen, dann werdet ihr schon sehen, dass sie Unsinn redet. Das machen wir doch glatt mal. Dürfen wir uns hier also mal umgucken? Gar nicht. Gar nicht. Nicht. Also, was habt ihr gefunden? Das ist doch ein Geheimgang. Habt ihr irgendwas gesehen, was im Mädchen gesprochen... Also, wenn ihr fertig seid mit der Hausdurchsuchung, möchtet ihr euch bitte zu gehen. Hätte also nicht darunter gehen dürfen jetzt. Ich bin die Diebin. Botch ist von nun an frei von allen Schuldanweisungen, aber er war selbst schuld, etwas so Fälliges zu unternehmen. Was ist geschehen? Bitte sagt mir nicht, Botch wurde festgenommen. Oh, die wahre Diebin wurde gefunden und gestellt? Das ist großartig, dann ist Botch ja endlich wieder frei. Ein freier Mann. Ja, Moment. Ich bin die... Hätte dann nicht noch was machen können? Da hinten war da war ein Geheimgang. Genau gesehen. Bitte bring Botch zu mir. Ich bin schuld, dass er vielleicht... Ja, okay. Ich bringe Botch vorbei. Aber... Da war doch noch... Hab doch den Geheimgang da gesehen. Na gut. Gehen wir eben Botch abholen. Gelaufen. So. Ach, sieht das schön aus hier. Wo war eigentlich der Handwerker? Ich möchte mal... Hier war der, ne? Genau. Die Bevölkerung hat zugenommen. Sollen wir die Stadt etwas ausbauen? Ja! Die Baukosten dafür werden sich auf etwa 1000 Münzen belaufen. Wir warten noch, bis wir das Geld beisammen haben. Oh Gott. 1000? Das heißt, ich muss, bevor ich dann weiterspiele, erstmal die 1000 zusammenkriegen, damit ich die Stadt vergrößern kann nachher. Aber wir werden jetzt trotzdem erstmal hier mit Botch reden. Ja klar. Where are you? Ja. Ich bin so froh, dass ich wieder mit dir zusammenarbeiten kann. Vielen Dank. Also muss ich mich jetzt nur gruppieren und dann wieder mit dem dahin zurück. Alles klärchen. So, dann haben wir aber auch diese Folge praktisch beendet. Wir gehen jetzt noch speichern.
Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Allerdings beende ich jetzt auch diese Aufnahmesession. Das heißt, ich brauche eine Pause. Beziehungsweise ich muss noch ein bisschen was anderes machen. So, ja, wollen wir. Und auf Wiedersehen. So, und damit sage ich auf Wiedersehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Breath of Fire 2 wieder. Gehen dann mit Botch wieder Richtung Heimat. Und werden dann mal mit dem Chef reden. Und dann geht die Story wahrscheinlich wesentlich weiter. Bis dahin, sage ich mal, ciao!